Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind wieder zurück hier bei The Witcher 3. Hearts of Stone müssen hier natürlich einen Schlüssel zum Gitter in der Kanalisation finden, mit Hilfe von Shani, die uns hier begleitet. Und dieses Monster, was wir auch noch vor allem suchen, soll irgendjemanden schon erledigt haben. Das wird schon interessant. Aber nun gehen wir mal auf die Suche. Was befindet sich denn hier so Schönes? Eieiei, dort hinten ist was Markiertes. So viele Leichen. Ertrunkene hier. Na gut, wir sehen auch schon ganz schön ertrunken aus. Schwertwunden. Das war kein Monster. Ja, ja, und Shani beobachtet mich schon hier ganz argwöhnisch. Heiliger Strohsack. Ja, solche ganzen Kanalisationen sind nie ohne alles. Schlüssel zum Tor der Kanalisation. Ich hab den Schlüssel. Oh, gut, dann los. Und da war noch ein Befehl der redanischen Armee. Das hätte ich jetzt normalerweise auch lesen können, aber wir wollen wohl jetzt erstmal die Kanalisation verlassen. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir hier hinten nicht drunter kommen konnten. Das ist uns leider verwehrt und dementsprechend müssen wir jetzt auch natürlich hier lang. Und auf der Map sehen wir irgendwie interessanterweise auch noch ganz viele Monster. Aber ich glaube, das ist wohl eher weniger wert, das jetzt irgendwie zu tun. Wir sollten jetzt erstmal die Tür öffnen und mal sehen, wie unsere Reise... Es gibt diese Legende, dass das Monster ein verwunschener Prinz ist. Hab ich gehört. Die Frauen fallen reihenweise drauf rein. Wenn ich rausfinde, wer diese Legende in die Welt gesetzt hat, bringe ich ihn um. Du glaubst nicht dran? Ich habe Medizin studiert, nicht Literatur. An Märchen glaube ich schon lange nicht mehr. Ha, unsere gute Shani. Die gute Krankenschwester. Untersuche die untere Etage der Kanalisation mit Hilfe deiner Hexersinne. Da bin ich gespannt. Ach, hi. Shani, pass lange auf. Nicht gesehen. Ertrunkene, auch genannt Kinder, die zu viel Minecraft gespielt haben, falls ich das mal so nennen mag. Was jetzt nicht heißt, dass ich was gegen Minecraft habe, um Gottes Willen. Nix da. Ertrunkene. Ich würde mal gerne wissen, wieso das Leben eines Ertrunkenen ist. Einfach mal so die ganze Zeit unter Wasser zu sein. Stellt euch mal vor, ihr seid die ganze Zeit unter Wasser. Wäre ja ziemlich monoton, oder? Shani, pass auf, weg da. Nix da. Das sind ja Hundertlinge. Und aus die Maus. Grässliche Kreaturen. Alles klar? Ja. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Hm, interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über dem Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm. Mit Blut gemischt. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Finde das Versteck des Monsters. Wir kommen unserer Suche immer näher und ich wittere was Böses. Fallen über Fallen, was das wohl für ein Monster sein mag. Aber wir haben ja eine Medizinstudentin hier. Shani, also uns kann nichts passieren, beziehungsweise Medizinerin, die Medizin studiert hat. Kurzer Prozess. So, was sie macht, weiß ich auch nicht. Sie hätte auch mal gleich so eine Waffe oder so in die Hand nehmen können. Nicht, dass sie mir hier gleich abkackt. Shani, pass auf. Weg da. So, jetzt muss ich hier einmal durch. Das Problem ist weh. Ach, die Tür geht sogar auf. Schön. Ich dachte schon, das wäre hier uns verwehrt.
Ach ja. Dann wollen wir mal sehen. Wohin geht's und wo ist das Monster? Überall tote Ertrunkene. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster toleriert sie. Solange sie nicht zu nahe rangehen, schätze ich. Das Lager muss nahe sein. Vielleicht sind wir da. Verwesende Leichen, überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. Shit. Die Riesenkröte, was ist das denn für ein Monster? Volle Pulle drauf. Heiliger Strohsack. Wow. Okay, ich muss ausweichen. Alle Achtung. Es könnte schnell in die Hose gehen. Nix da. Autsch. Oh, Backe. Nix da, nix da, nix da. Na, wo ist das Vögelchen? Hier ist das Vögelchen. Einmal von hinten am besten. Die mögen das ja alle von hinten. Aber nicht so wie diese blöde Kröte. Autsch. Wie soll ich denn da drankommen? Autsch. Komm schon, von hinten. Boah,
komm schon. Mist. Fuck. Oh, 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 oh. Was bist du, Hälfte haben wir ihn schon mal? Meine Güte, da kann ich ja gar nicht ausweichen. Heiliger Strohsack, das ist einfach eine Nummer zu viel hier für mich. Nervenaufwand. Gut, aber wir haben ihn gleich. Einige Zeit später. Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier, außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros oder der Fakbatoil in deren komischer Sprache, unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Verdammt, ich erinnere mich an nichts. Nur an die Kanalisation, an die Riesenkröte, dann Stiefel. Wenn die Kröte ihr Prinz war, habe ich Glück, dass ich noch lebe. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen, Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavetkar Ualbatar Gel! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Valar! Karveretende! Wärst du schon tot. Rihav Kernerarem Karer Anna. Je Alami. Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e Gulat. Was? Elkal! Wild? Wild Alke Ul-e Gulat. Elkal! Inkal aver ikel ulge hegerving olviter. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In 2 Wochen hängst du. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden.
Du erntest nur saures Geblubber und sie pumpen sich auf, hast du gemerkt? Wie diese Fische, wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei, ich glaube aus Edirne. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ich brauche keinen Schlaf, sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Eigentlich nicht. Gaunter Udib, auch Spiegelmeister genannt. Wir sind uns in Weißgarten begegnet. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend. Wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien, weißt du. Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du? Oh, ich kann mehr als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yantra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel. Mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das wird... Nein, wir gehen alle drauf. Autsch. Ich hab den Sturm nicht durchstellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen? Wie bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, die der König diesem hier bereiten wird. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Hi, Freunde. Fallschaden. Ach, das kann ja was werden hier. Ich bin aber bereit. Geralt von Riva. Wenn die nur wüssten hier. Autsch. Ach du Scheiße. Ohne Rüstung kassiere ich ja richtig viel Damage. Muss hier hundertprozentig aufmerksam sein. Was macht er für Tricks?
Okay. Er wäre erledigt. So, hier muss ich alle Achtung hier geben. Komm schon, greif mich an. Nix da. Muss 100% aufmerksam sein. Einmal blocken, Konterangriff. Ich glaube, das ist die Lösung hier. Bei dieser Magiernummer. Oh oh, wer ist das? Tauboga? Von Pokémon? Oder Taubos? Was ist denn los da? Hurricane? Magier von Ophir. Autsch. Heiliger Strohsack. Meine Güte, der macht viel Damage. Muss richtig aufmerksam sein. Oh mein Gott. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Nichts da. Nichts da, nichts da, nichts da. Nichts da, nichts da, nichts da. So, jetzt nochmal flüchten, 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 ausweichen. Kostet es, was es wolle. Meine letzten Schwalbentrank hier habe ich auch gerade benutzt. So, jetzt aber drauf. Komm schon. Gott im Himmel, was ist das denn bitte? Der macht hier richtig viel Schaden. Shit, der hat nicht mehr viel. Der hat nicht mehr viel, unser guter Bursche. Meine Güte, meine Güte. So, jetzt aber. Komm schon. Der hat nicht mehr lange. Nein. Jawohl. Er ist umgekommen. Wo bin ich hier bitte gelandet? Oh Gott. Okay, erstmal transferieren hier. Ich hoffe, der hat was Gutes. Silberner Saphirring? Ach, Brief eines ophirischen Händlers. Interessant. Könnten wir uns mal gleich durchlesen, aber wir sterben gleich. Oh mein Gott, sofort hier meditieren, sonst sterben wir gleich. Oh mein Gott. Boah, das war knapp. Habt ihr das gerade gesehen? Heiliger Strohsack. So, nicht, dass es hier gleich abends wird. Wir machen ja hier gleich bis zum Sonnenaufgang. Boah, gut, und jetzt schaue ich mal, was es hier so gibt. Weil ohne Rüstung hier herumzurennen ist jetzt überhaupt nicht praktikabel. Ja, und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir solchen, ja, korrupten Menschen hier gar nicht irgendwie begegnet sind. Wobei das mir hier eher wie Zauberer oder so sind. Okay, hier habe ich gerade ein paar Rüstungen gefunden. Die werde ich mir hier gleich benutzen. Ach, wir haben hier noch unsere Standardrüstung hier. Mein Gott, Melek, was machst du denn? Denk doch ein bisschen darüber nach. So, und was ist hier? Aha. Eine Tunika, die hat 5 Rüstungen mehr. Aber wir behalten mal unsere Bärenrüstung. Und hier haben wir nochmal verzierter Osphira blablabla Säbel. Sogar viel stärker als unser aktueller Säbel. Benutzen wir auch nochmal hier deine überlegene Bärenhandschuhe. Und jetzt haben wir, glaube ich, fast alles schon mal hier zusammen. Das ist ja praktisch. So, jetzt einmal kurz Questgegenstände. Da hat man ja nochmal irgendeinen Brief gefunden. Aha. Moment mal. Der muss doch irgendwo hier sein. Kanalisationsauftrag für die Leute, die es lesen wollen. Nochmal, Moment, hier einfach mal Stopp drücken. Runenschmied, auch nochmal einfach mal Stopp drücken. Dann Befehl der Redanischen Armee, das hatten wir auch schon in der Kanalisation gefunden. Und nochmal hier mit freundlichen Grüßen Dulag Amani. Das ist auch nochmal interessant. Gut, und jetzt widmen wir uns mal direkt da nach hinten. Was passiert hier? Da bin ich ziemlich gespannt. Ziemlich gespannt. Vielleicht in der nächsten Episode. Das sieht hier schon ziemlich vielversprechend aus. Und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Episode weitergeht. Vielen Dank fürs Mitschauen. Und bis dahin.
Was war das denn bitte für eine Kröte? Mit diesem Monster habe ich jetzt nicht gerechnet. Und dieser Kampf dann gegen diese Korsaren oder was das für widerwärtige Söldner waren, die habe ich gar nicht verstanden, diese Lakaien. Und der Magier, der war ja mal richtig schwierig. Also wenn das dieser DLC ist, wenn das der Anfang ist, dann will ich gar nicht wissen, wie das später aussieht. Bis dahin, liebe Freunde, und lasst gerne eine Bewertung da.